Ja, herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Markus Peters, ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin mit dem Schwerpunkt ganzheitliche Herzheilkunde. Mir geht es um die körperliche, seelische und spirituelle Herzensgesundheit. Aktuell bin ich zu Besuch bei Sibylle Freund in Nierstein. Ich habe hier auch vor ein paar Tagen einen Vortrag gehalten zum Thema Selbstverantwortung übernehmen in herausfordernden Zeiten. Und in der Mitte zwischen uns beiden sitzt die, ja, ich glaube, beste Freundin von Sibylle, nicht? Oder wahrscheinlich die beste Freundin, Agnes Blönigen. Und wir kennen uns seit etlichen Jahren. Wir haben uns vor vielen Jahren kennengelernt auf einer Mitochondrienfortbildung, einer Jahresfortbildung. Ja, und ich freue mich jetzt hier bei euch zu sein, mit euch zusammen zu sein. Und wir wollen ganz spontan ein Video machen zum Thema Ernährung. Das Wort gehört euch. Okay, gut. Okay, ich fange an. Ja, fang du an. Ich habe eine Praxis für ressourcenorientierte Medizin und bin Ärztin. Und bei mir spielt die Ernährung eine ganz große Rolle. Mir ist es wichtig, dass wir uns artgerecht ernähren und dass wir diese Kohlenhydrate reduzieren und ein bisschen intelligenter essen. Also wir sehen immer im Laden, da gibt es lange Reihen von Brot, 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 Brot und lange Reihen von Käse, Milch, Joghurt, was eigentlich auch nicht so gut für uns ist. Und unter Umständen, also das muss man, kann man diskutieren. Und mir ist es einfach wichtig, dass die Kohlenhydrate reduziert werden. Vielleicht noch ein paar andere Sachen, aber das ist so das Wichtigste, dass wir weniger Kohlenhydrate essen. Ja, und Agnes macht das, glaube ich, ganz anders nochmal. Also ganz anders nicht. Also ich denke, das ist für mich sehr wichtig. Du bist Heilpraktikerin. Ich bin Heilpraktikerin seit über 30 Jahren und die Ernährung ist für mich ein sehr, sehr großer Schwerpunkt, weil wir können ja nicht nonstop den falschen Sprit in den Motor tun und erwarten, dass der Motor gut funktioniert. Und ich versuche das so ideologiefrei zu verstehen, wie unser Motor überhaupt arbeitet. Und ich bin mittlerweile zu den verschiedenen Erkenntnissen gekommen, wo ich auch die Patienten auch darlege, damit sie eine vernünftige Entscheidung darüber treffen können, wie sie sich ernähren. Und ich bin sehr stark bei Sibylle, dass die Kohlenhydrate sind ein Riesenproblem. Also ich glaube, dass unser Körper so gebaut ist, dass wir ketogen essen sollen. Die Babys, wenn sie auf die Welt kommen und Muttermilch trinken, sind schon ketogen. Und wir kompromittieren das mit hoher Mengen von Kohlenhydraten und unsere Anatomie und Physiologie ist eigentlich so gebaut, dass wir wunderbar von Fetten und Eiweißen uns ernähren können. Es gibt keine essentiellen Kohlenhydrate. Das ist vielen Menschen nicht bewusst. Also wir können in der Gluconeogenese, in der Leber, die Fette und die Eiweiße umwandeln zu den nötigen Glucose, Zucker, die wir brauchen. Und es ist ganz interessant, dass da ganz wenig überbleibt. Ein gesunder Mensch hat vielleicht, also je nach Körpergröße, etwa ein Teelöffel bis ein Esslöffel Zucker im gesamten Blut, dann stimmt der Blutzucker. Und alles andere, was übrig bleibt, ist pro-entzündlich und das ist ein Riesenproblem, weil wir die Entzündungen, auch Silent Inflammation, als gemeinsamer Nenner von chronischen Erkrankungen haben. Und seit ungefähr 50 Jahren redet man uns aus, dass wir Fette essen sollen und mit der Absicht, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schlaganfälle und Herzinfarkt geringer wird. Und seitdem haben wir ein Riesenproblem, eine Pandemie von Fettleibigkeit, Insulinresistenz, die Rate von, du weißt das natürlich noch viel besser als ich, von Herzinfarkten steigt indessen weiter. Das heißt, das ist nicht der Weg, sondern wir müssen dahin zurückfinden, was essen wir. Und wir brauchen unbedingt Eiweiße und Fette. Und darüber müssten wir vielleicht auch mal reden, was für Fette wir brauchen. Und die Kohlenhydrate maximal runterfahren, weil diese Insulinresistenz ist mittlerweile ein Riesenproblem und Übergewicht, das war wahrscheinlich die erste Pandemie seit 50 Jahren. Also Insulinresistenz heißt der Weg zum Diabetes. Genau, das ist man Jahre vorher schon. Genau, und das ist, also viele Patienten interessieren, was kostet dann alles? Zum Beispiel dieser HOMA-Index, womit wir die Insulinresistenz messen, ist ein ganz kleiner Betrag, kostet 16 Euro, glaube ich, bei unserem Labor. Und das steigt Jahre bevor wir eine Zuckerkrankheit bekommen. Und das ist 100% mit der Ernährung wieder umkehrbar. Und das ist echte Prophylaxe. Und mir geht es immer darum, dass die Patienten nicht eine Diät bekommen, sondern wie können sie sich so ernähren, dass sie gesund bleiben.
Und ich bin absolut davon überzeugt, dass es einen großen Beitrag dazu leistet, wenn wir die Patienten davon überzeugen können, ketogen zu essen und sehr wohl, jawohl, auch Fleisch zu essen. Dafür ist unser Körper gebaut. Ich habe mal eine Frage, und zwar, du sagtest eben, Babys sind in der Ketose. Richtig, durch die Muttermilch. Okay. Muttermilch ist ja, also jetzt gibt es ja diese Unterschiede. Die Muttermilch ist unfassbar fett, weil die Birne Fett braucht und hat ganz wenig Eiweiß im Vergleich zu Kuhmilch. Ja. Und die Kuhmilch hat sehr viel Eiweiß, weil die Kuh so riesig werden muss, die Birne ist nicht so wichtig. Mhm. Und das ist macht sehr viel Sinn. Und Laktose ist wahrscheinlich Zucker, ist ja in der Kuhmilch viel drin, scheinbar in der Muttermilch nicht. Ist nicht so eine Menge und es ist auch so, dass die Babys können das noch eine Weile abbauen. Und keine Tierart trinkt die Milch einer anderen Tierart auf die Dauer. Mhm. Das ist immer so eine Notlösung, wenn eine Muttertier stirbt. Mhm. Dann gibt es eine Möglichkeit, dann kurzfristig das zu machen. Und kein ausgewachsenes Tier trinkt Milch. Das gibt es nicht in der Natur. Mhm. Und außerdem, ich frage die Patienten immer, oder die Kinder, die mir gegenüber, ich liebe Milch. Ich sage, okay, wofür hat das die Natur gemacht? Und dann kommen sie, für Tierbabys. Ja, was ist denn das für ein Tierbaby? Ja, das ist ein Kalb. Und dann frage ich immer, bist du ein Kalb? Und trinkst du? Du trinkst doch nicht mal Muttermilch. Dann gucken sie die Mutter, nee. Und ich sage, okay, warum brauchen wir das nicht? Wir brauchen keine Kuhmilch. Das ist für uns sehr nachteilig. Darf ich noch einen Satz dazu sagen? Also Kuhmilch enthält, es hat sehr viel Eiweiß und das hat TGF-Beta in sich. Und da gibt es von der Cornell University eine Studie dazu, dass dieses TGF-Beta ein Wachstumsfaktor ist. Und was bitteschön soll bei uns wachsen? Ja, klar. Es fördert Tumorerkrankungen, mal abgesehen davon, dass diese armen Viecher eigentlich nur dann Milch produzieren würden, wenn sie Kälbchen haben. Sie müssen das jetzt nonstop machen. Und haben sie Euterentzündung, kriegen viele Antibiotika und Hormone. Und das haben wir alles in der Milch drin. Wer in Gottes Namen will das, außer der das verkauft? Also ich denke, das ist nicht nötig. Wir brauchen keine Kuhmilch. Vielleicht darf ich da auch nochmal ergänzen. Ein Punkt, der ja auch häufig übersehen wird, ist der, dass das Herz für die Energiegewinnung Fett braucht. Ja. Ja, also das Herz steigt nur im Notfall auf die Zucker, über den Zuckerstoffwechsel um und daraus die Energie zu ziehen. Aber normalerweise will das Herz Fett haben. Und das ist ein Punkt, der ganz wichtig ist, gerade vor allem auch bei der Herzinsuffizienz, die Ernährung mit vielen und natürlich gesunden Fetten. Richtig. Und jetzt die Frage an euch, was sind gesunde Fette? Darf ich doch mal ganz kurz zu der, ich muss da noch was da hineinfügen, was für mich sehr wichtig erscheint. Ja. Unser Gehirn braucht extrem viel Cholesterin und wir sprechen davon, dass wir den Leuten den Cholesterin ausreden. Im Gehirn gibt es spezielle Zellen, die das eigene Cholesterin für das Gehirn produzieren. Mhm. Wenn das nicht so wäre, dann würde ich sagen, okay, wir können ohne Cholesterin ganz gut leben. Es ist nicht mit dem Leben vereinbar. Unsere Birne braucht das dermaßen, dass er das eigene Cholesterin produziert, damit wir denken können. Mhm. So, also gute Fette, schlechte Fette. Gute Fette, schlechte Fette. Gute Fette, schlechte Fette. Also ich würde sagen, ganz, ganz vorne fangen wir mit dem Negativen an. Das schlechteste Fett, was in Massen gekauft wird, ist Sonnenblumenöl. Mhm. Katastrophe, weil das in der Produktion so stark erhitzt wird, dass sich Transfettsäuren bilden. Und selbst wenn das kalt gepresst ist... Also kurz, Transfettsäure sind Fettsäuren, die molekular modifiziert sind und entzündungsfördernd wirken. Genau, und wenn die mal in der Zelle drin sind, kriegt die Zelle die auch kaum abgebaut. Normalerweise gibt es kleine Zellorganellen, die bauen die Transfette, könnten die abbauen, die bauen die Fettsäuren um. Und das funktioniert bei den Transfetten nicht mehr. Und die liegen wie so große Barren dann in den Zellen, wenn die da mal reingekommen sind. Und bei dem Sonnenblumenöl ist es eben so, selbst die Kaltpressen haben so einen Druck auf das Sonnenblumenöl, dass bei der Pressung das Sonnenblumenöl über 100 Grad warm wird. Deshalb muss das kaltgepresste Öl oder müssen diese Kaltpressen noch gekühlt werden. Das finde ich sehr interessant. Also wenn man mal Sonnenblumenöl zu sich nehmen will, dann kaltgepresstes in der Kaltpresse und am besten von der Ölmühle. Also das wäre für mich das erste Öl, was rausfliegt. Mhm. Also ich hätte jetzt gedacht, das erste Öl, was rausfliegt, ist von einer Pommesbude, wo es nicht gewechselt wird. Das ist Sonnenblumenöl. Das ist okay. Das Beste. Und weißt du, diese wahnsinnig leckere belgische Pommes, die werden in Rinderfett gebacken.
Okay. Und das wäre so lecker. Ja, deshalb sind die so lecker. Und dieses Sonnenblumenöl, wenn man das dann zum Braten benutzt oder zum Backen oder zum Frittieren, bilden sich sowieso Transfettsäuren und das macht es wieder ungesund. Mhm. Also Sonnenblumenöl ist echt ein Problem. Und was auch interessant ist, wir waren gerade gestern zusammen einkaufen, da haben wir uns so eine Aioli angeguckt, so eine Soße. Man denkt, das wäre Mayonnaise mit Knoblauch. Ja. Und natürlich, um eine Mayonnaise herzustellen, braucht man ja auch ein Öl, ne? Soweit ich weiß. Also man macht das mit Ei und Öl. Ja. Und da ist natürlich wieder Sonnenblumenöl drin. Ja. Und das ist meistens eben schlechte Qualität. Und Also darf ich das noch erweitern ein bisschen? Also vor 100 Jahren hat die Menschheit insgesamt keinerlei Pflanzenfette gegessen. Es gab es nicht. Okay. Also diese, man hat eigentlich den, also in den südlichen Ländern Olivenöl gegessen. Ja. Und wir in unseren Breitengraden eigentlich nur tierisches Fett gegessen. Und vor 100 Jahren ungefähr. Also Butter. Ja, genau. Butter, Schweineschmalz, Tier, also Gänseschmalz, Rinderfett, also das gab nur aus dem Tier. Es gab keinerlei andere Fette. Mhm. Und vor ungefähr 100 Jahren hat jemand entdeckt, dass man diese Motorenöle, die ursprünglich Motorenöle waren, könnte man das so verfeinern, dass man das quasi den Menschen gibt. Und hier wurde etwas getan, was ich ganz fatal finde. Man hat etwas, was nicht essbar war, etwas zum Lebensmittel gemacht. Also nicht, es ist kein Lebensmittel. Es ist ein Saftmacher. Es ist ein Geschmacksöl. Also eigentlich geht das für alle Pflanzenöle. Für mich, weil die Herstellung ist so problematisch. Also das könnte bis auf Olivenöl. Bis auf Olivenöl, genau. Olivenöl, warte mal. Und diese, also Rapsöl, Sonnenblumenöl, Sojaöl, Maisöl, all diese Öle werden dermaßen raffiniert, dass der Körper damit nicht klarkommt. Jetzt bin ich vor kurzem etwas ganz Interessantes gestoßen. Wir haben kaum Möglichkeiten, das aus unserem Körper rauszubekommen. Es gibt in Amerika viele Studien, viele Forschung da in der Hinsicht. Es bilden sich hunderte von toxischen Aldehyden in der Leber. Und diese Pflanzenöle haben ein durchschnittliches Halbwertszeit, bis wir sie alles aus unseren Zellen rausgehen wollen, 680 Tagen. Das heißt, und du brauchst fünfmal die Halbwertszeit, um aus der Pharmakologie her etwas komplett zu eliminieren. Das heißt, ist also mal 10 Jahre. Genau. Isst man eine Ladung Pommes in der Pommesbude, deine Zellen haben das vielleicht in 10 Jahren raus. Das ist fatal. Wie ist das mit Kokosöl? Das ist ja auch pflanzlich. Ja, wie ist das mit Hanföl, Distelöl? Ja, also da habe ich eine Tabelle, das habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, das super wichtig ist, dass wir das, was in Mengen überall verwendet wird, vor allen Dingen, wie du auch sagtest, also man kauft etwas und ich war total erschrocken, dass ich kaufe im Bioladen und alle Remouladen, alle vegetarische Brotaufstriche, alles mit Sonnenblumenöl. Selbst in Keto-Brote haben Sonnenblumenöl drin. Nicht Sonnenkerne, sondern Sonnenblumenöl drin. Es ist unglaublich und wir müssen das echt meiden wie die Pest. Es gibt ganz viele Untersuchungen, dass es zum Beispiel die Makuladegeneration höchstwahrscheinlich sogar verursacht. Also wirklich. Okay. Und das ist, also wenn jemand das jetzt nicht weiß, also Makuladegeneration ist eine Erblindung und das gab es vor 100 Jahren, also man konnte die Makula vor 1850 schon untersuchen und weltweit gab es 3 bis 5 Fälle von Makuladegeneration. Okay. Und heute ist ja fast jeder. Richtig. Ja. Und jetzt ist es so, dass in Amerika jede 10. Erwachsene droht zu erblinden aufgrund von Makuladegeneration. Und es gibt einen Professor für Augenheilkunde, Christopher Knobber, der hat ganz viel geforscht in der Hinsicht und hat es für mich sehr klar nachgewiesen, dass diese Pflanzenöle einen eindeutigen Zusammenhang, der Konsum von diesen Pflanzenölen einen sehr starken Zusammenhang haben mit der Makuladegeneration. Das macht auch sehr viel Sinn, weil seitdem wir das in Mengen zu uns nehmen, steigt die Makuladegeneration. Das ist extrem. Und was sagt er, hängt das mit der Verarbeitung zusammen? Oder hängt es damit, also wenn ich zum Beispiel aus einer Ölmühle Hanföl nehme, wenn ja, die das wirklich gewissenhaft pressen? Das weiß ich nicht, also das kann wäre ich jetzt nicht sagen. Also das ist jetzt auch ich lese dauernd und das ist etwas, was ich vor 2 Monaten auch noch nicht selber noch nicht wusste. Aber es ist ziemlich neu und ich folge das und dann denke ich mir, was machen wir denn mit uns? Also geh mal durch den Supermarkt, der Uwe Gröber, unser Mikronährstoff, Papst, der hat dann gesagt, geh mal durch den Supermarkt und guck da hin und guck mal, was die Leute einkaufen. Und da hat er so ein schönes Wort gesagt, das nämlich
sage ich immer, guck dir das an, das ist alles Diabetes-Starter-Pakete. Und das ist einerseits das und die zweite, das habe ich auch sehr stark im Fokus gehabt und jetzt sehe ich dann auch diese Fette, das also, und beide treiben dieses, das Insulinresistenz, also das, die Kohlenhydrate und dieser schlechten Wetter hundertprozentig, da gibt es auch Forschung dazu, möchtest du Namen hören, dann können wir das vielleicht auch, Ben Bickman ist ein amerikanischer Forscher, der für mich der absolute Oberwisser, was Insulinresistenz betrifft, der hat das auch gesagt, also seine Forschungsergebnisse sind sehr eindeutig, dass die Kohlenhydrate und diese schlechten Öle, die treiben das Insulinresistenz und das ist eigentlich der gemeinsame Nenner von allen unseren chronischen Erkrankungen. Okay, jetzt auch mal die Frage an euch, mit welchem Fett brate ich an? Ganz ehrlich? Ja. Ich bin ja ziemlich viel. Ich weiß schon, was du sagst, aber ich brate mit Ghee an oder mit tatsächlich Kokosöl. Ja, also ich brate auch mit Ghee an, ich brate mit Butterschmalz an und ich habe, seit ich mich damit so intensiv beschäftige, habe ich angefangen, Gänseschmalz zu kaufen, Schweineschmalz zu kaufen und ich mache das, was unsere Großeltern schon immer gemacht haben. Und interessant ist, dass die American Heart Association vor einigen Jahren schon die tierische Fette aus den Risikofaktoren für Herz-Kreislauf rausgenommen hat. Das ist hochspannend. Und Schweineschmalz, ich meine, Schweine hat auch so viel Arachidonsäure. Ja, ist richtig. Also ich bevorzuge das nicht. Das ist auch wieder interessant, weil der Schwein hat ja nur einen Magen und wenn er sich so ernährt, wie er sich jetzt ernährt, hat das auch sehr viele Pflanzen, also Gelmanipulierte, das Soja und Mais und sowas. Ich glaube, das ist der Punkt und ich versuche eher, also ich kaufe Gänseschmalz, ich habe versucht Rindertag zu kriegen, gibt es nirgendwo, vielleicht gibt es mal jemand, der da draußen ist und das hört, Rindertag, da würde ich es gerne mal ausprobieren, also dass man damit arbeitet, also Olivenöl ist klar, in kalt, Butter, ja. Ich würde zu dem Schweineschmalz noch was sagen, zu der Arachidonsäure, es ist zwar viel Arachidonsäure drin, aber für mich ist auch immer die Frage, was passiert denn damit, wenn das ins Blut, in den Körper reinkommt, wird es wirklich als Arachidonsäure geführt oder wird es wieder umgewandelt? Ja. Und wir brauchen Arachidonsäure tatsächlich für unser Gehirn. 13% unseres Gehirns bestehen aus Arachidonsäure. Das ist wiederum so ein Pro-Faktor. Ja. Aber ich kann das schon verstehen. Andererseits, ich mache viele Analysen der Erythrozytenmembran auf Fettsäuren und ich sehe ganz selten Leute mit erhöhten Arachidonsäurewerten, obwohl das ja eigentlich oft gegessen wird. Also ich bin da noch nicht ganz sicher, ob das so eine Wertigkeit hat. Ich finde, da fragt es mich. Ja, das ist. Also, das heißt, jetzt nochmal auf den Punkt gebracht: Ihr würdet sagen, anbraten, also lieber mit Butter als mit irgendwas Pflanzliches. Ja, klar, absolut, 100%. Mit 100%. Butter rein Fett. Das wäre für mich wichtig, weil in der Butter sind die Eiweiße drin und die degenerieren. Genau. Und dann haben wir wieder ein anderes Problem, wenn das zu heiß wird. Ne? Mhm. Und woran erkenne ich das jetzt? Ob das reine Butter ist? Das Butterschmalz heißt das in Deutschland. Das ist, und das andere ist Ghee. Oder Butterreinfett. Genau. Das ist Butterschmalz. Was genau ist Ghee? Kannst du das mal erklären? Ghee, aber Butter wird aufgekocht und langsam und dann schwimmt das Eiweiß in Schäumchen, also wie Schäumchen obendrauf. Das wird abgenommen und dann Wasser verdampft. Zuletzt, was übrig bleibt, ist das Fett. Und das ermöglicht, dass es eben auch hoch erhitzt werden kann. Und Butter hat sehr viele gute kurzkettige Fettsäuren und das ist eine sehr natürliche Nahrung für uns. Und wenn es zum Beispiel Weidebutter ist, dann hat es auch Vitamin D und A und E, die sind auch sehr wichtig für uns. Ich sage den Patienten, kaufen Sie bitte bloß nicht dieser streifig gemachte Müll, Entschuldigung, das ist mit Rapsöl vermischt. Lieber die gute alte harte Butter aus dem Kühlschrank. Das war jetzt auch meine nächste Frage, die ich habe mit Ghee. Da habe ich immer das, also zum einen, es war mir jetzt noch nicht ganz klar mit dem Zubereiten davon. Ich habe mich immer gefragt, irgendwie so, okay, wenn ich das wirklich dann auch stark erhitze, um meinetwegen einen Rumpsteak anzubraten, ist das so gut? Ja, das hat einen ganz hohen Rauchpunkt. Ja. Okay, ja, das definitiv. Das darf ich machen. Ja, aber nicht mit Olivenöl. Ja, genau. 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 So, meine nächste Frage ist die, eine ganz praktische Frage. Ich frage mich immer, wo hebe ich es auf? Wenn ich es im Kühlschrank tue, dann wird das so hart, dass ich es nicht da rauskriege aus dem Glas. Ja? Und wenn ich es draußen aufhebe, dann wird es flüssig. Und dann habe ich auch immer die Frage, okay, wie lange ist das denn dann haltbar? Und
wann wird es schlecht? Ganz praktische Frage, wie macht ihr das? Hebt ihr es im Kühlschrank auf oder neben dem Herd? Kühlschrank. Auf jeden Fall Kühlschrank. Man muss eben ein bisschen organisieren. Also wenn ich weiß, ich mache was, nehme ich das als erstes aus dem Kühlschrank raus. Das ist ja auch relativ schnell, nimmt das die Raumtemperatur an. Und ich meine, wenn das nicht im Kühlschrank wird, schnell ranzig. Das riechst du dann. Ne? Das ist eklig. Ja. Zum Glück riecht man das. Ja. Das ist das Schöne. Dass wir haben halt so evolutionsbiologisch festgelegte Warnsignale, die so cool sind. Ja. Und nochmal ganz kurz zu den Fetten. Natürlich möchte ich das nur ansprechen in unserer Runde, weil es definitiv dazu gehört, sind die Fisch, die Omega-3-Fettsäuren von den die tierischen Omega-3-Fettsäuren, wo man ja auch differenzieren muss, es gibt pflanzliche und tierische. Mhm. Die pflanzlichen sind zum Beispiel im Hanföl drin oder im, was haben wir noch, das Leinöl. Da sind die pflanzlichen Omega-3-Fettsäuren drin. Und das, aber wichtig, und das sind gute Fette? Ja, im Prinzip schon. Mhm. Aber wichtiger sind für uns eigentlich, weil die viel mehr im Mangel sind, die Omega-3-Fettsäuren aus den Tieren. Mhm. Ja. Und das sind eben die Docosahexaensäure, DHA, oder die Eicosapentaensäure, und die heißt EPA. Mhm. Und ich finde es immer eine schöne Merkregel, dass man sagt, DHA fängt mit D an, brauchen wir fürs Denken, und EPA fängt mit E an und brauchen wir gegen Entzündung. Okay, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Ja. Und ich habe noch etwas, was ich vor langer Zeit auch nicht so gewusst habe, und ich bin mir nicht 100% sicher, dass es so ist, aber die Forschung geht dahin, also wir haben gesagt, du kannst Algenöl zu dir nehmen, wenn du Vegetarier oder vegan bist, aber die DHA, die wirklich, wie du sagst, für unser Gehirn unfassbar wichtig ist und auch für die Gehirnentwicklung von Kindern, das kriegst du nicht wirklich umgewandelt. Das ist im minimalen Prozentzahl, das habe ich jetzt nicht im Kopf, wie wenig das war, aber erschreckend wenig wird umgewandelt in DHA. Und das brauchen wir für unser Gehirn. Und das heißt, eigentlich kommt man nicht drum rum, wenn man gut denken will, tierische Fette zu sich zu nehmen. Genau. Es ist also definitiv Fisch essen, also fette Fische, kleine Fische. Es ist mir egal, ob es schmeckt oder nicht, rein damit. Okay, da habe ich meine nächste Frage dran. Und zwar, es sind ja vor allem die Kaltwasserfische aus dem Meer, die ja viel Omega-3 enthalten, nach meinem Kenntnisstand. Ja. Ihr wisst darüber mehr. Aber das heißt ja, dann haben also die Schweizer zum Beispiel als Bergvolk, aber ich meine auch hier in Nierstein, ist auch weit weg vom Meer, sozusagen einen chronischen, jahrtausendalten Omega-3-Mangel. Es sind ja nicht nur die Fische, sondern es sind ja auch die grasgefütterten Weidetiere, die Omega-3-Fettsäuren enthalten. Das große Problem bei uns ist ja, dass die Weidetiere im Stall stehen und Getreide bekommen. Wenn die aber auf der Wiese stehen und Gras fressen können und sowas, dann bilden die Omega-3-Fettsäuren tatsächlich. Also aber wir sollten keine Milch trinken. Nein, Fleisch essen. Aber Fleisch essen. Ja, fettes Fleisch ist natürlich immer so, das ist in unserer Zeit gerade ein großes Diskussionsthema, aber da könnte man eben aus dem Fleisch die Omega-3-Fettsäuren, wenn das Weidetiere sind, bekommen. Ne? Und evolutionsbiologisch ist es halt so, dass wir ganz viel am Wasser gelebt haben und daher viel Fisch gegessen haben, so heißt es zumindest, und dadurch überhaupt unser Gehirn sich entwickeln konnte, weil wir da EPA und DHA bekommen haben. Und das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, dass das Verhältnis, dieses Verhältnis von den beiden Ölen ist auch sehr wichtig. Mhm. Und wenn jemand zum Beispiel keinerlei Fisch zu sich nimmt, aber sehr viel Omega-6-Fette zu sich nimmt, dann verändert sich das Verhältnis zwischen Omega-6 und 3 so schlecht, dass die Zellmembranstabilität nicht mehr oder die Zelle sich nicht mehr gut versorgen kann, weil es ist in der die Zellmembrane, um gut zu funktionieren, brauchen ein 1:4 Verhältnis zwischen Omega 6 und 3. Mhm. Und wenn man sehr viel Omega 6 zu sich nimmt, dann kann man das fast nicht überwinden, damit es zu einem guten Verhältnis kommt. Mhm. Und ich glaube, in der Schweiz, die haben damals eben halt auch gar kein, das gab keine Pflanzenöle. Also das ist das. Und waren die Weidetiere da und das war einfach viel mehr von diesen gesunden Fetten da. Und wir haben ja keine Untersuchung dazu, aber es ist einfach eine Vermutung, dass die auch viel weniger von diesen Fertignahrungen und sonst was gegessen haben und waren mit Sicherheit gesünder auch dadurch, dass das Fettverhältnis anders war als jetzt heutzutage. Wenn wir so intensiv über Fette reden, gibt es noch eine Fettsorte, die mir immer wieder ein bisschen Gedanken macht. Das ist die Avocado. Mhm. Einerseits ist das Avocado-Fett ja super gesund. Das kann man übrigens auch zum Braten nehmen. Stimmt. Tatsächlich. Also die Avocado in die Pfanne tun? Oder? Nein, Avocado kann man auch machen. Du kannst auch Avocado-Scheibchen braten und in Salat tun. Auch lecker. Ja, klar. Kannst du machen. Ja. Aber es gibt Avocado-Öl zum Braten tatsächlich.
Und da habe ich immer so die Bedenken, weil es ökologisch so problematisch ist. Also wir fliegen die hier ein, die wird gezüchtet mit Pestiziden, Herbiziden, Fungiziden, keine Ahnung. Vor allen Dingen mit ganz viel Wasserverbrauch. Auch das noch. Also das ist mit der Avocado immer so ein, das finde ich immer schwierig. Ja. Da möchte ich mal einschreiten, das ist mit Fischen auch ein großes Problem. Ja, auch. Also wir müssen einfach bedenken an dieser Stelle, weiß ich, ob ihr das wisst, also ich komme nur mal vom Meer und wir haben so viel Munition in der deutschen Küste, das füllt einen Güterzug von Flensburg bis Passau. Jesus. Ja. Und diese ganze Munition, die vergammelt jetzt, wird freigesetzt. Mhm. Ja. Und die Ostsee ist in großen Bereichen tot. Da ist gar nichts mehr. Das ist steriles Wasser. Ja. Ja. Und was hochproblematisch ist, das ist zum Beispiel Lachs aus Kulturen zu kaufen, weil die werden nämlich gefüttert mit den Fischen, die bei mir, da wo ich zu Hause bin, aus dem Meer geholt werden und schon so schlecht sind, also durch Krebsgeschwüre, dass man sie nicht mehr in Handel bringen kann. Super. Die werden zu Fischmehl verarbeitet und werden in Schottland und Norwegen dann verfüttert. Ja? Mhm. Also von daher muss ich da leider auch sagen, mit den Fischen, ja, also ich esse sehr, sehr gerne Fisch, ja, also Scholle, Lachs und so weiter, ja. Aber, ja, wir müssen dran arbeiten, dass unser Leben besser wird, dass wir... Unsere Umwelt auch wieder besser wird. Genau, dass wir uns da... Und vielleicht auch nutzen, was wir hier vor Ort haben, also wirklich das, die Ressourcen und auch die wieder einzuführen, dass zum Beispiel... die Tiere, die hier leben, auch, dass wir zu denen den Pferd zum Beispiel wieder kaufen können, das wird jetzt einfach als Schlachtabfall weggetan. Mhm. Also das ist, denke ich mir, da muss man einfach ein bisschen umdenken, dass wir nicht unbedingt jetzt Avocados, keine Ahnung woher die kommen, brauchen, sondern was haben unsere Großeltern gegessen? Mhm. Wie sind wir hier dahin gekommen, wo wir gerade sind? Da gibt es viele, viele Dinge, auf die wir zurückgreifen können. Ich denke, das ist sicherlich ein Weg. Und diese Industrienahrung einfach nicht mehr essen. Genau. Was sagt ihr beiden zum Thema, was ja gerade total hip ist, vegane Ernährung? Ich glaub, okay, gut, wir hören auf. Hör mal, wenn wir damit loslegen, können wir gar nicht mehr weiter. Okay, ja. Ein Schlusswort. Doch, ich möchte ganz kurz zur veganen Ernährung was sagen. Ich möchte gar nicht ins Detail gehen, aber ganz grob. Ich habe früher immer gesagt, wer vegan ist, der soll doch vegan essen. Viel Spaß, alles gut, ich habe keine Ahnung. Seit das so ein Hype ist, habe ich viele Patienten in der Praxis, denen es richtig schlecht geht. Junge Frauen, die Depressionen kriegen, verschiedenste Erkrankungen und führe das sehr häufig auf den Veganismus zurück, leider. Und ich habe gerade noch gelernt, dass das Kollagen sehr wichtig ist, um unseren Darm zu reparieren, bezüglich Leaky Gut. Das ist für mich auch eine neue Information. Ja. Und deshalb bin ich mit Veganismus echt kritisch, obwohl ich mir liegen Tiere so am Herzen, das total verstehe. Also es ist einfach eine unheimliche Diskrepanz. Man weiß gar nicht mehr, was man machen soll. Ja. Es ist einfach unheimlich schwierig. Mhm. Also ich würde vielleicht ein Schlusswort dazu sagen. Ja. Also ich finde, bei der veganen Ernährung finde ich das gut, dass jemand erstmal überhaupt darüber nachdenkt, was er isst. Das ist ein erster Schritt in die Bewusstwerdung. Aber ich kann Sibylle hundertprozentig bestätigen, dass die Veganer fühlen sich erstmal vielleicht wohler, weil sie viel von diesen Industrienahrung weglassen, aber über kurz oder lang führt das Ganze zu unfassbar vielen Mangelerscheinungen und das ist für mich, ich stehe auch dazu, ein Weg zum Krankwerden. Da sind so viele essentielle Aminosäuren, die nicht da sind, die Fette fehlen und die essen also garantiert viel mehr Kohlenhydrate als notwendig, weil sie halt eben kein Fleisch und Fisch essen. Also da fehlen die Eiweiße und die Fette und die Fette und die Fette, die wir brauchen. Das kannst du nicht aus der Pflanze holen. Also ich glaube, das ist mit sehr großer Vorsicht zu genießen und vielleicht können wir irgendwann mal nochmal in die Anatomie und die Physiologie reingehen, warum wie unser Körper gebaut ist und wie der Motor überhaupt funktioniert und was er verwerten kann, was er nicht verwerten kann. Und wenn man das darstellen kann, dann denke ich, dass viele Leute auch dann ein bisschen überlegen, ist das dann so richtig mit Veganismus? Ich war selber 17 Jahre Vegetarierin, also ich bin auch einen langen Weg gegangen, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Und ich bin sehr davon überzeugt, dass wir mindestens omnivor sind.
ich würde gerne meinen Abschlusssatz sagen, also quasi was sagen wir dazu. Und zwar finde ich es einfach wichtig, dass man über das Essen nachdenkt, über die Ökologie nachdenkt, aber dass man bitte auch sagt, wenn ich jetzt was zu essen auf dem Tisch habe, egal was es ist, dann höre ich auf nachzudenken, ich segne mein Essen. Das hat man ja tausende Jahre gemacht, um das Essen essen zu können und zu hoffen, dass man sich nicht vergiftet an irgendwas. Und ich segne mein Essen und sage, ich genieße es jetzt auch. Und das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, weil wir so viele negative Sachen jetzt auch gesagt haben, dass man darauf achtet, wir müssen das Leben auch noch genießen und wir segnen unser Essen und wenn es lecker ist, dann rein damit und viel Spaß und guten Appetit. Sehr gut. Genau so mache ich das auch. Das ist mein Schlusswort. Wenn ich Fisch essen gehe, dann werde ich manchmal gefragt, wenn ich Gäste habe oder sowas, Mensch Markus, jetzt isst du Fisch, du sagst doch, dass das auch so schwierig ist und so weiter, weil es eben ja so vergiftet ist. Und dann sage ich, das ist mir jetzt egal, ich genieße ihn freue mich dran. Wir genießen das Leben. Genau. Okay. Okay, herzlichen Dank. Danke auch. Dir. Danke.